Und nämlich. bezüglich des Motives wollten wir nun gucken, ob wir irgendwas finden, was uns Aufschluss gibt darüber. Vielleicht irgendetwas Privates, worüber wir schon spekuliert haben. Und wir müssen das Privatleben des werten Junkers kennen und das ist uns wohl unmöglich zum jetzigen Zeitpunkt. Dann Keine könnten. Ahnung, vielleicht hat er seine Frau betrogen, was weiß ich. Das wäre ein makabrer Tod. Oh, Entschuldigung. Ja, sie glauben gar nicht, was gewisse Frauenzimmer und Gift und so, da gibt es ja durchaus. Egal, gehen wir weiter. Ich Herr rede dich hier Dr. um Kopf und Meyerhofer, Kragen. Sie wollten was sagen. Tut mir leid. Ja, ich würde gerne noch mal mit dem Baron sprechen und fragen, wer denn für die Pflege der Tiere zuständig ist. Machen Sie das. Mal zurück in den Salon gehen und den Baron drauf ansprechen. Oh, wir haben meines Wissens zwei Schlüssel, die in den Bediensteten-Räumen ausliegen und dann, wenn es an die Zeit kommt, dass sie gefüttert werden müssen, dann nimmt man sich einen der beiden Schlüssel und füttert sie dann. Ganz generell haben alle meine Diener den Auftrag, wobei Gordon Chen, der Chauffeur, eigentlich in seinem Wagen in der Garage wartet und darauf wartet, dass ich irgendwo hingehen möchte. Und Tao Akamoto hat im Haushalt selbst genug zu tun, sodass sie diese Sachen meist an ihre Untergebenen abtritt. Das heißt Aber aber auch, ganz generell hat jeder Zugang zu diesen Schlüsseln. dass jeder über die Erfahrung im Umgang mit diesen Tieren verfügt. Zumindest sollten Sie das, wenn Sie mit diesen Tieren arbeiten, ja. Hilft uns jetzt wirklich weiter. Trotzdem vielen Dank. Ich würde wieder zurückgehen und den Misserfolg mitteilen. Wissen wir, wo das Zimmer ist von ihm? Das könnt ihr erfragen bei Tao Akamoto. Die wird euch sagen, dass er im Obergeschoss im Raum 24 nächtigt. Ein Prunk vor das Gästezimmer, dass ihr dann, wenn ihr die Treppe nach oben steigt und euch einmal links und rechts einmal umseht, könnt ihr dann, an dem ihr dann an einem der hohen Kamine vorbeigeht, die auch hier brennen und das ja, Obergeschoss angenehm warm halten, könnt ihr dann finden, ist dann ja nummeriert, auch mit der Nummer 24. Und eintreten, es ist nicht verschlossen. Wie gesagt, ein prunkvolles, vielleicht ehemaliges, früheres Kinderzimmer. Zumindest lassen die Borten an den Wänden darauf schließen. Wird vom, ja, normalerweise von der Familie des Hausherrn genutzt, aber jetzt aktuell wohl von wichtigeren Gästen, einfach weil es größer ist als die anderen. Auch hier Schränke, Sessel, ein großes Bett und auch ein paar Regale, ein Nachttischchen. Ja, auf dem, in dem Schrank. Der Schrank selber ist ein bisschen geöffnet. Könnt ihr auch noch eine Reisetasche sehen, beziehungsweise so einen kleinen Aktenkoffer, in dem man dann noch ein paar Dokumente aufbewahrt. Sieht nicht benutzt aus. Meine Herren, bevor wir jetzt hier weiter suchen, mir fällt gerade noch etwas ein. Ich dachte eigentlich, dass der Schlüssel, den der Junker bei sich trug, zu dem Zimmer hier gehört, aber scheinbar ist dem nicht so. Also müssen wir das Rätsel bei dem Schlüssel vielleicht auch noch lösen. Vielleicht finden wir ja das ein oder andere Schloss. Eine steile These zu dem Thema, aber ich bin mir nicht sicher. Nun sagen Sie es frei heraus. Ich würde zumindest überprüfen, ob die Schlüssel ins Terrarium passen. Bei der Schlüssel. Okay. Weil Sie meinen, dass er den Zugang hatte? Aktuell meine ich noch gar nichts, aber das würde ich zumindest, wenn wir auf dem Rückweg sind, gerne einmal nachprüfen. Wenn das stimmt, dann stellt sich mir die Frage, warum der einzige Schlüssel, den der Junker bei sich trug, der des Terrariums war. Der seinen Tod bedeutete. Nun, ja, das können wir später noch machen. Dort stand an der Tasche zu stehen, vielleicht schauen wir da mal rein. Will jemand von Ihnen vielleicht? Ich würde dann einfach ja, zu der Tasche herantreten und sie öffnen. Die Tasche, also die Reisetasche, könntest du so öffnen, das ist kein Problem. Da findest du nur Kleidung drin und der Aktenkoffer ist verschlossen. Dafür bräuchtest du einen Schlüssel.
könnte der Schlüssel, den ich habe, da reinpassen? Derjenige, der da gerade irgendwo im Besitz ist, ja, den kannst du mal ausprobieren. Ja. Es klickt. Ah, da hatte ich wohl Unrecht. Das war ein kurzes Rätsel. Zum Glück. Oh ja. Ja, lieber der Schlüssel dieses Koffers als der des Terrariums. Ja, dann würde man, würde ich den Koffer öffnen und oder die Aktentasche. Und was würde mich erwarten? Ja, neben unzähligen Karten zu Griechenland, Kreta, eine Reiseroute, ein paar Bestätigungen aus Hamburg, ein paar Mietunterlagen, alles sehr unwichtig, kannst du auf den ersten Blick überfliegen, kannst du drei Briefe sehen. Unter anderem die Einladung, ein Brief, den du selber erhalten hast, aber auch zwei weitere Schreiben, ein Telegramm und ein Brief, die du lesen kannst, und dann können wir einfach mal schauen. Friedrich von Falkenhorst, lies uns doch mal bitte das obere Telegramm vor. Der Freiherr erwartet Ihr zeitiges Eintreffen am 30. September 1921 bis Punkt 18.30 Uhr. Hochachtungsvoll, Gustav Jörg Amadeus Junker Heumann zu Waldeshof. Und Fräulein Neumann, das zweite Schreiben bitte. Hochwürdige Weiser, geliebte Suchende, mit großer Freude darf ich euch einladen, an der Konzeption einer weiteren archäologischen Ausgrabung zur Mehrung des Wissens und der Weisheit unserer Spezies teilzunehmen. Wer von euch diese Ladung erhält, findet sich bitte am Freitag, dem 30. September 1921 auf dem Jagdschloss unseres hochverehrten Freundes Friedrich Hieronymus Freiherr zu Köpenick ein. Sowohl Investoren als auch Expeditionsleiter werden erwartet. Offizieller Beginn des konzeptionellen Teils der Veranstaltung ist nach der gemeinsamen Abendtafel um 18.30 Uhr abends angesetzt. Ein früheres Eintreffen ist allerdings ausdrücklich erwünscht. Lasst uns erneut die Menschheit auf ihrem Weg zu wahrer Größe begleiten. Ihr treu verbundener Suchender Gustav Heumann zu Waldesruh. Bei Arten der an uns ausgesprochenen Einladung. Oder täusche ich mich da? Sie ist etwas anders geschrieben als unsere, wenn ich mich richtig erinnere. Aber im Endeffekt sagt sie denn, hat sie denselben Inhalt. Anders Entwürfe. Die Frage ist, worin unterscheiden sie sich von dem unsrigen? Moment, vielleicht habe ich unsere noch dabei. Sie kramt in ihren Taschen und sucht nach dem Zettel, worauf die Einladung gedruckt ist oder geschrieben ist. Und hält sie dann hoch. Ich schaue mal, ob ich was finden kann. Also ich meine, die Anrede, hochwürdige Weise, geliebte Suchende. Und es sind ja auch weibliche Anreden, richtig? Auf unserer steht sehr geehrtes Mitglied. Das ist schon mal ein Unterschied. Wie schließen Sie daraus, dass das weibliche Anreden sein sollen? Naja, also geliebte Suchende ist ja ein Begriff für eine Gruppe, aber hochwürdige Weise? Also ich weiß es nicht, aber es klingt doch weiblich, oder? Selbst geliebte Suchende. Es könnte sein. Warum klingt es nicht? Persönlich? Intim? Ihr treu Verbundener scheint schon sehr intim zu sein, ja. Also eine Dame. Welche Damen waren denn anwesend? Außer mir. Zwei Damen anwesend. Frau Baronin? Ehefrau, die junge Ehefrau des... Dr. Knödler. Ja, ich danke. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Sehr gerne. Aber es klingt dennoch sehr reserviert, oder? Setzt so ein leicht schiefes Grinsen auf. Naja, es muss auch nicht unbedingt eine Frau gewesen sein. Glauben gar nicht, was man in Berlin so alles mitbekommt. Nun, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich um eine Frau handelt. Natürlich. Fräulein Neumann, meine Herren, wie die junge Dame verhalten beim Ableben Dunkers. Ich hatte das leider nicht im Blick. Muss gestehen, dass ich auch
nicht wirklich auf sie geachtet habe. Nun, die Baronin war ja ganz offensichtlich davon sehr, naja, ich mag es gar nicht beeindruckt nennen, aber nun, sie ist in Ohnmacht gefallen. Also, das hat sie schon sehr getroffen. Aber was mit der anderen Dame war, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also, würden Sie mir erlauben, dass ich etwas ausprobiere? Nur zu. Ich brauche dafür ein bisschen Platz. Ich möchte sie aber ungern aus dem Raum scheuchen. Ich würde gerne an den Rand treten, wenn Sie den Platz. Das wäre sehr freundlich. Benötigen. Dafür wäre ich Ihnen verbunden. Wenn Ihnen das reicht, sicher. Ja, ich will eine goldene Kette aus meiner Manteltasche. Und daran befindet sich ein kleiner, ja, Halbedelstein, der violett funkelt. Und dann fange ich an, den Raum abzugehen. Murmel dann irgendwas Unverständliches vor mich hin. Dauert so 1-2 Minuten. Guckt dann so ein bisschen verwundert zu dem Regal rüber. Und bleibt dann vor dem Regal mit Büchern stehen und schaut dort hinein. Hier ist irgendwas. Alle anderen dürfen gerne mal auf Psychologie würfeln, wenn sie möchten. Dann müsstest du für mich würfeln. 21 für dich. Ja, 76 war wohl nix. Nicht geschafft. 76. Aber ganz knapp, ne? 76 von 70. Das ist wirklich gemein. Du kannst Glück ausgeben, wenn du willst. Oh, das stimmt, das mache ich. 6 Punkte für einen normalen Erfolg. Aber mit der 21 dürfte Friedrich es auch geschafft haben, ne? Nein. Nicht? Nein. Dann fällt nur Fräulein Neumann auf, dass der Graf verwundert wirkt und es selbst gar nicht so richtig glauben kann. Sie allerdings ist, wie gesagt, vor einem Bücherregal stehen geblieben und kann eines der Bücher herausziehen. Ist ein bisschen kalt. Das Buch selber, ziemlich klassische Literatur, irgendwas aus dem späten 1890, irgendwas aus dem Gaslichtzeitalter, was dir da in die Hände fällt. Aber auch der Deckel ist vereist, was dich staunen lässt, weil es hier im ganzen Haus relativ warm ist. Und wenn du es dir nochmal genauer ansiehst, kannst du sehen, dass darauf wohl irgendjemand was geschrieben hat. Zumindest kannst du sehen, dass da irgendjemand mit dem Finger wohl das Eis weggeritzt hat. Hast du was gefunden? In der Tat. Dürfen wir uns ihnen nähern? Was? Ja, natürlich. Verzeihen Sie. Was ist das denn? Ja, wenn ihr herantretet, ist es ein ganz normales Buch. Ja, Standardkost. Nichts Besonderes. Verzeihen Sie mir, Herr Graf, aber Sie scheinen sehr überrascht zu sein. Ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Ich setze mich dann erstmal aufs Bett. Was hat Sie denn jetzt so sehr getroffen? Buch ist... Ich weiß nicht, das ist übernatürlich. Das ist magisch. Übernatürlich? Was für ein Buch ist es denn? Komm mal auf den Titel. Ja, Hilds Chronik und Ziesel, 1890. Irgendeine Chronik. Das klingt jetzt nicht so wirklich übernatürlich. Ja, ich weiß, dieses Buch sieht ganz normal aus wie ein ganz normales Buch und der Titel ist völlig uninteressant, aber für mich sieht dieses Buch anders aus als für Sie. Das heißt, Sie kennen den Inhalt nicht, sondern Sie spüren nur, dass es übernatürlich ist, oder wie? Die Geister aus der anderen Welt berühren hin und wieder Dinge. Man kann es auch als Fessel bezeichnen und irgendetwas hat dieses Buch berührt. Und nein, Sie brauchen mir jetzt nicht erklären, dass Sie das für Unsinn halten, dass Sie das nicht sehen können, das weiß ich. Ich stieg mir ferner, das hatte ich nicht vor. Dann aber ist in dem Buch irgendwas drin? Nein, es hat so eine Art Handabdruck hinterlassen aus Eis. Aus Eis? Ja. Wie kann hier was aus Eis hinterlassen werden bei den Temperaturen? Nicht wirklich hier.
einen Fußabdruck oder einen Handabdruck aus dem Umbra. Sie meinen, etwas Totes hat das berührt. Könnte so sein, ja. Ein Geist. Ganz genau so. Möglich, ja. Meinen Sie, der Junker wollte Sie darauf hinweisen? Wirklich? So, der Wink aus dem Jenseits? Ich weiß es nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Können Sie nicht feststellen, wann dieses Buch berührt wurde? Also ob es schon lange her ist oder erst vor kurzem passiert ist? Zeit spielt im Reich der Toten keine Rolle. Ich nicke. Nun gut, dann lassen Sie es uns doch einmal anschauen. Vielleicht steht ja irgendwas Handschriftliches drin. Ist natürlich, ein, hier, nehmen Sie es. Ein Zettel darin versteckt? Ja, das Buch wurde wohl oft gelesen, aber der Inhalt ist tatsächlich sehr, sehr unspannend. Geht um eine Adelsfamilie, die hier vor einiger Zeit mal gewohnt hat, aber auch selber dieses Schloss nie besessen hat. Ist einfach nur eine Chronik aus dieser Gegend. Also ich kann hier nichts Interessantes feststellen. Diese Familie, ist die irgendwie bekannt? Hattet ihr was mit dem Junker zu tun? Beim Überfliegen fällt euch zumindest nichts auf. Aber wie gesagt, das ist oft gelesen. Ihr müsstet da jetzt mehr Zeit investieren, so wie eine Stunde ungefähr. Dann könntet ihr da mehr zu erfahren. Aber wie gesagt, auf den ersten Blick hat das überhaupt nichts mit Familie Köpenick zu tun. Und damit macht das auch überhaupt keinen Sinn, was der Graf eben sagte. Nun, vielleicht können wir uns diesen Namen merken und unten nachher nochmal den Baron darauf ansprechen. Vielleicht weiß der etwas. Können Sie etwas mit dem Begriff Eis, Gift, Schlange, Baron, Askari anfangen? Nein. Und Sie? Eis, das war... Gift, Schlange, also Schlangengift. Aber was ist Askari? Das stand jedenfalls auf dem Buch geschrieben, bevor das Eis abgetaut ist. Askari. Auf dem Buch war übrigens nie Eis. Nun, das einzige Eis, das ich bis jetzt gesehen habe, das wären dann wohl die Eiswürfel. Aber was mich interessiert, Herr von Blocksberg, das heißt, Sie hatten ein Gefühl, eine Eingebung oder irgendwas, das gesagt hat, geh zu diesem Buch oder wie funktioniert das? Ich habe hier nun wieder meine Momente. Das ist gelogen. Das weiß ich jetzt, weil ich das spüre. Du hast deinen Wurf geschafft mit der Psychologie und okay. Das, was er sagt, ist gelogen. Die anderen, keine Ahnung, aber... Sie haben ihre Momente, so. Und dieser Moment hat ihnen gesagt, ich gehe zum Bücherregal und schaue mir jetzt dieses Buch an und hole das raus und dann sehe ich diese Wörter. Quasi. Noch eine Frage, als er diese Wörter gesagt hat, war er da auch so, dass ich mir dachte, okay, auch das ist gelogen? Schöne Nachfrage. Nein. Da ist er sich relativ sicher. Okay. Gut, da wir jetzt hier nicht weiterkommen, vielleicht wollen wir nochmal einen Blick in die Sachen werfen, in den Koffer oder so, vielleicht damit wir es übersehen. Schaden kann es wohl nicht. Ja, dann würde ich mich nochmal zu dem Aktenkoffer hinbegeben und nochmal schauen, ob ich noch was anderes finde. Ich überlege gerade, ob ich euch... Ihr dürft gerne nochmal eine Idee werfen. Ich würfel mal wieder für... Friedrich, ist das eine 78? Ich habe keinen richtigen Bogen, da du mir diesen Ausschnitt gezeigt hast. Da steht halt die Idee nicht drauf. Wie viel ist das nochmal? Intelligenz. Ah, okay. Ja, dann habe ich 56 von 85. Meyerhuber hat es auch geschafft. Jawohl.
Zumindest bei denjenigen, die sich, bei denen das mit der Intelligenz klappt, die können sich nochmal den zweiten, den etwas längeren Brief ansehen und stutzen da vielleicht über zwei Wörter, die da nicht ganz so reingehören, wenn es denn ein normaler Brief gewesen wäre. Und das obere, das ist wie gesagt ein Telegramm gewesen, das ging vor allem dann an jemanden mit dem Nachnamen von dem Baron. Das könnte also ein Telegramm an Familienmitglieder gewesen sein. Anwesend ist keiner. Er hat wohl laut euren Recherchen einige viele Kinder. Ihr habt aber kein einziges davon bisher gesehen. Und das zweite ist ein unterschriebener Brief. Also es ist kein Versuch eines Briefes, sondern es ist tatsächlich ein Brief, der wohl auch abgeschickt hätte werden können. Sieht nicht so aus wie ein Entwurf. Wie gesagt, zwei Wörter stören euch in diesem Brief. Könnt nochmal überlegen. Kommt Ihnen das irgendwie auch seltsam vor? Ich meine, wenn ich mir diesen Brief jetzt noch einmal durchlese, dann scheint es ja irgendwie eine Art Dunstkreis zu sein, in dem er sich hier auffällt, weil er spricht ja über die Mehrung des Wissens und der Weisheit unserer Spezies. Es scheint ja wie ein ausgewählter Kreis zu sein, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Und unten aussagt er nochmal, lassen Sie Leute die Menschheit auf ihrem Weg zu wahrer Größe begleiten. Das ist schon irgendwie seltsam. Ich kann Ihnen jetzt ehrlich gesagt nicht ganz folgen. Naja, die Frage ist, wer sind die Suchenden? Also ich meine, das zeigt doch eigentlich, da Sie ja von... Das ist ja von einer Mehrzahl gesprochen, also nicht nur von einer Person, oder? Das nehme ich zumindest aus diesem Brief. Lasst uns erneut. Ich meine, okay, es können zwei sein, er und ein anderer, aber ich glaube, es sind mehr als nur diese zwei. Und vor allem, er spricht auch von unserem hochverehrten Freund, Freiherr zu Köpenick. Vielleicht weiß er auch etwas darüber, über diese kleine Gruppe. Fräulein, jetzt wo Sie es ansprechen, auch der Satz, von euch diese Ladung erhält, findet sich bitte am Freitag ein. Das klingt für mich schon nach einer Aufforderung. Und der zweite Satz, sowohl Investoren als auch Expeditionsleiter werden erwartet. Es scheint sich um eine zweite Gruppe zu halten. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ja, das euch ist mir wirklich entgangen. Also von der... Das unterstützt ja meine These, dass es tatsächlich eine Gruppe ist. Da haben Sie durchaus recht, ja. Sehr interessant. Würde hier jemand zusätzlich eingeladen? Also gibt es tatsächlich etwas, ein Wissen, das irgendwie scheinbar vielleicht nicht herauskommen sollte oder das nicht alle wussten, das geheim war, von dem wir nichts wissen? Quasi ein Zirkel in einem Zirkel. Korrekt, so kann man es nennen. Vielleicht kann es auch verehrte Freiherr weiterhelfen. Oder wenn ich drüber nachdenke, ist die Anzahl der Diener schon eine sehr große Herrschaft. Vielleicht sollten wir wirklich sehr mit Argusaugen in den Raum zurückkehren und sobald wir irgendetwas von diesem Schreiben erwähnen oder das Schreiben sogar mitbringen, schauen, wie die Leute sich verhalten. Dass sich jeder von uns auf vielleicht eine Gruppe konzentriert oder auf eine bestimmte Person oder so und dann wir genau gucken, wie sie sich verhalten. Apropos Verhalten, wie war denn Ihre Meinung zu dem Verhalten des Franzosen? Ich fand es für einen Bediensteten schon sehr forsch und unverschämt. Das ist ein Franzose, du Franzose, das ist ein völlig normales Verhalten. Für mich war es, also ich habe gedacht, vielleicht sind da Dinge abgelaufen, von denen wir schon nichts wissen im Vorhinein, dass er sowieso schon mit der Familie auf Kriegsfuß steht oder so. Dass sie ihn schlecht behandelt haben oder dergleichen. Ich meine, er hat sofort das Wort rassistisch in den Mund genommen. Aber warum arbeitet er dann noch hier? Ja. Das weiß ich nicht.
Vor allem hat er behauptet, er wäre für die Verteilung der Speisen zuständig, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das Essen von ihm bekommen habe. Jetzt will das sagen? Vielleicht hat er auch etwas zu erzählen, was er nicht im Beisein der Baronin oder anderer Personen sagen will oder wollte, oder er will es gar niemandem sagen. Also es war schon etwas seltsam, sein Verhalten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir dieses Schreiben wirklich ansprechen sollen in versammelter Mannschaft. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, wir können natürlich auch einzelne Personen befragen dazu und gucken, ob wir jemanden finden, der sich seltsam verhält, aber ich weiß es nicht, was besser ist. Ja, aber wir kennen diese Kultur dieser Leute auch nicht. Woran sollen wir erkennen, ob die sich seltsam verhalten? Ja, manchmal reicht ein Augenblick, eine Mimik, eine Gestik, irgendetwas, was halt jemanden nervös werden lässt. Glauben Sie mir, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, da haben Sie schon recht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass uns das dann auffällt, ist doch recht gering, meinen Sie nicht? Ja, aber das ist ja schon eine perspektivische Frage. Für mich hat sich dieser Franzose völlig normal verhalten. Ja, wenn Sie das normal nennen. Sind Sie schon mal in Frankreich? Nein, aber ich meine, nicht jeder Franzose ist jeder Franzose. Also jeder ist anders, genauso wie wir nicht alle gleich sind. Also sagen wir es mal so rum, die Franzosen haben es nicht so mit gewissen Umgangsformen. Nun ja, wie dem auch sei. Haben Sie eine bessere Idee? Ist es nicht merkwürdig, dass ausgerechnet ein Franzose hier in Deutschland arbeitet? Dass der überhaupt arbeitet, ist ungewöhnlich, da haben Sie recht. Hat er ja nicht, hat ja nur geraucht. Ja, so kurz nach dem großen Krieg, also... Ja, das stimmt natürlich. Die können das saufen und lamentieren. Ich gestehen, nach den ganzen Eindrücken, die es hier gab, mit den Tieren und diesen anderen Personen, der Franzose hat mich persönlich schon gar nicht mehr irritiert. Vielleicht gibt es einen Zwang, warum er hier ist? Habe ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben ja sowieso schon mal darüber gesprochen. Es geht hierbei um eine Machtdemonstration. Gut ja auch, dass die Polizei gar nicht informiert. Ich finde das auch das Verhalten des Assistenten sehr merkwürdig, aufzuspringen und erstmal Eile einzusperren. Unter dem Vorwand, dass der Täter nicht flüchtet. Also wir sind hier namentlich alle bekannt und eingeladen, selbst wenn einer von uns der Täter wäre und sich abgesetzt hätte. Apropos Assistent, dieser, wie hieß er, Varega? Wessen Assistent ist er? Der Majordomus des Hauses. Die Japanerin? Nein, ich meine denjenigen, der uns eingeschlossen hat. Ja, dieser Erik Varega. Aber wessen Assistent er ist? Aber ich kann dieses Verhalten ehrlich gesagt nicht als ungewöhnlich einstufen. Das hätte ich genauso getan, wenn wir bei mir zu Hause wären. Dann lassen Sie uns doch nochmal die Diener durchgehen. Haben Sie den Namen noch im Kopf? Nein. Merkt mir immer Diener, den Namen der Diener meistens nicht. Verzeihung. Kamoto ist die Japanerin. Dann gab es noch einen Good Boy. Einen was? Daniel Whitboy wurde uns doch nicht vorgestellt. Und dann gab es noch diesen Herrn Pygmé. Dann noch diesen Araber, wie hieß er noch? Ah, der Chauffeur. Ja. Chinese. Ja, ich glaube, den Chauffeur können wir ausschließen. Das denke ich auch. Also, bin mir nicht hundertprozentig sicher, nageln Sie mich nicht darauf fest, aber gab es nicht einen arabischen Diener namens Askari? Askari? Das Buch. Stimmt.